Hallo ihr Lieben, ihr habt euch ein Video gewünscht, in dem ich euch zeige, wie ich meine Videos bearbeite. Und das werde ich auch heute machen. Und zwar werde ich euch mitnehmen, wie ich das Video von Dienstag gemacht habe. Viel Spaß dabei! So, hier bin ich gerade in meinem Schneideprogramm drin. Und hier ist auch schon das Video Lena kommt in den Kindergarten. Hier vorne seht ihr direkt unser Intro. Das füge ich immer ein. Und da hier heute auch die Kita dabei ist, habe ich auch noch das Kita-Intro mit eingefügt. Das habe ich ganz neu gemacht, aber mit CapCut. So, und jetzt kommen die ganzen Fotos von dem eigentlichen Video. Die habe ich hier unten einfach nur mit dem Plus eingefügt. Die sind im Moment zwar richtig platziert, aber die sind noch alle gar nicht richtig lang. Hier seht ihr meine Audiospur. Ich habe nämlich bereits alle Audioaufnahmen gemacht. Und der nächste Schritt wäre jetzt eben, die Audioaufnahmen an die richtigen Stellen einzufügen. Guten Morgen, mein Schatz. Heute... Guten Morgen, mein Schatz. Heute ist ein großer Tag. Warum? Na... Ja, weil du doch heute das allererste Mal ganz alleine in der Kita sein wirst. Lieber mit, Mama. Lieber mit sein wirst. Lieber mit, Mama. Lieber mit, Mama. Ja, das kann ich. Lieber mit, Mama. Ja, das kann ich. Mama. Ja, auch schon. So, das hat jetzt einige Zeit gedauert. Es ist übrigens schon der nächste Tag, weil ich das gestern nicht fertig machen konnte. Und ich habe jetzt alle Audioaufnahmen an der richtigen Stelle platziert. Außerdem habe ich auch schon ein paar Soundeffekte dahin gemacht. Hier zum Beispiel ein Babyweinen. Außerdem habe ich auch schon ein paar Effekte angepasst. Schau mal nach einem Beispiel. Zum Beispiel hier vorne, da zoomt es ein bisschen an Tante Nina dran. Und jetzt suche ich immer passende Musik heraus. Dazu gehe ich hier drauf und hier seht ihr ganz viele Musiktitel. Dann mache ich ein paar an und schaue, ob sie passen. Schauen wir mal, was für dieses Video passen könnte. Hier sehe ich nichts Passendes. Vielleicht das hier. Ja, das könnte man ganz gut nehmen. Da mache ich jetzt ein Sternchen, ich meine ein Herzchen dran als Favorit, damit ich es dann wiederfinden kann. Und das mache ich jetzt auch noch mit ganz vielen anderen Titeln. Ich habe mich jetzt für das allererste Lied entschieden. Das ist dieses hier. Das habe ich schon mal platziert. Und jetzt muss ich noch eine gute Lautstärke draus machen. Ich denke, ich nehme mal 4%. Guten Morgen, mein Schatz. Heute. Ja, ich denke, das ist gut. Man kann alles immer noch sehr gut verstehen. So, ich bin fertig. Und zum Schluss würde ich jetzt eigentlich noch Soundeffekte hinzufügen.
oder weitere kleine Feinheiten. Aber ich zeige euch jetzt zuerst einmal, was man denn noch so alles machen kann mit meinem Schneideprogramm. Hier kann man Sticker hinzufügen. Da kann man sich welche herunterladen. Ich zeige euch mal ein paar, die wollen gerade nicht laden. Aber nicht so schlimm. Hier gibt es Blumen, Farben, Sachen zum Thema Schule, Feuerwerk und es gibt natürlich noch mehr. Hier kann man Text hinzufügen. Und den kann man dann auch noch anpassen mit verschiedenen Farben oder anderen Sachen. Dann kann man eine Schriftart auswählen, die Schrift kleiner oder größer machen, die Buchstaben, den Abstand der Buchstaben verändern und hier gibt es dann auch noch Textanimation. Man kann auch noch ein bisschen kritzeln. Hier kann man die Filter auswählen. Also zum Beispiel auch die ganzen Effekte. Ich bin jetzt gerade nicht im WLAN, deswegen sieht das so komisch aus. Man kann auch noch ein weiteres Bild einfügen. Und bei den Stickern kann man auch seine eigenen Sticker mit einfügen. Wenn man hier hingeht und auf Plus geht. Ich habe zum Beispiel heute noch so ein lustiges Bild gemacht von der Annalena bzw. Anni. Hier kann man die Dauer verändern oder das Bild teilen oder löschen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Bei Videos kann man die Lautstärke verändern oder bei Bedarf kann man auch einen anderen Hintergrund dahin machen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das ist ziemlich praktisch. Das Tempo verändern kann man auch, aber es gibt auch Animationen. Ich denke, ich mache einmal kurz die mobilen Daten an, damit ich euch das zeigen kann. Zum Beispiel so eine Animation kann man machen. So wieder ausmachen. Man kann auch zuschneiden und weitere Sachen. Man kann einen Stimmeffekt auswählen. Das ist natürlich ziemlich witzig. Ich hoffe natürlich. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Ja, das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Oder zum Beispiel kann man auch Videos einfrieren. Also ich schaue mal, ob ich irgendein Video finde. Da kann man eine Stelle auswählen und das dann einfrieren. Dann hat man quasi ein Bild im Video. Das mache ich immer gerne bei Bastelvideos. Und ja, das sind eigentlich ziemlich coole Funktionen, mit denen ich auch ein schönes Video machen kann. Falls ich aber noch weitere Sachen brauche, wie zum Beispiel Regen, dann benutze ich auch immer sehr gerne CapCut. Das ist noch die andere App, womit ich meine Videos bearbeite. Ja, und nachdem mein Video dann fertig ist, mache ich das Wasserzeichen weg. Dafür muss ich hier einfach nur auf dieses X klicken. Manchmal kommt hier Werbung, vielleicht haben wir heute Glück. Und da kommt keine. Glück gehabt. Und wenn es dann fertig ist, dann drücke ich hier oben auf Speichern. Und ja, dann ist das Video auch schon fertig und kann exportiert werden und dann für euch hochgeladen werden. Aber jetzt fehlt noch das Thumbnail. Hier ist das Foto dazu. Da muss ich zuerst einmal das richtige Format rausmachen. Das ist 16:9. So, perfekt. Und jetzt gehe ich auf Zeichnen und kann die Lena umranden. Das muss ich natürlich machen, wenn ich ein bisschen konzentrierter bin. Ja, und so bearbeite ich meine Videos. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Special gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.